In diesem Video erfahren Sie, wie Sie in Windows 7, 8 oder 10 Speicherplatz oder gespeichertes Volumen erstellen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Mit der integrierten Windows 10-Funktion Disk Spaces kann der Benutzer eine virtuelle Festplatte aus mehreren Festplatten erstellen. Mit seiner Hilfe können Sie Daten durch Duplizieren auf mehreren Festplatten sichern oder mehrere Festplatten oder SSD-Festplatten in einem einzigen Speicherpool kombinieren. Der Speicherplatz entspricht RAID nur auf einem Desktop-Computer und mit angeschlossenen Festplatten. Diese Funktion wurde erstmals in Windows 8 angezeigt und in Windows 10 verbessert. Speicherplatz ist in allen Versionen von Windows 8 und 10 verfügbar, einschließlich Home-Version. Sie können Speicherplatz über das entsprechende Menü in der Systemsteuerung erstellen. Dafür machen wir folgende Schritte. Schließen Sie an den Computer alle Festplatten an, von denen aus Speicherplatz erstellt werden soll, und wählen Sie in der Systemsteuerung das Menü Speicherplätze, neuen Pool und Speicherplatz erstellen in der Systemsteuerung aus. Wählen Sie die Datenträger aus, die Sie dem Pool hinzufügen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Pool erstellen. Beachten Sie, dass alle Datenträgerdaten, von denen Speicherplatz erstellt wird, gelöscht werden. Nach dem Erstellen des Pools müssen Sie einen neuen Speicherplatz konfigurieren. Geben Sie ihm einen Namen und wählen Sie den Laufwerkbuchstaben aus. Mit diesem Namen und Buchstaben gibt es unter Windows angezeigt. Wählen Sie außerdem das Dateisystem aus, Standard, NTFS oder einen Typ eines RFS-Systems. Wenn Sie einen Spiegel- oder Partitionsbereich erstellen, der von Daten vor Verlust schützen soll, ist es besser, den Typ des RFS-Systems auszuwählen. Wir geben die Art der Stabilität an. Einfach ohne Stabilität, Zwei-Wege-Spiegel, Drei-Wege-Spiegel, Parität. Wählen Sie den Typ einfach keine Stabilität aus und einen großen Speicherpool ohne Schutz vor Festplattenausfällen zu erstellen. Bei einem Zwei-Wege-Spiegel werden zwei Kopien der Daten auf der Festplatte gespeichert, bei einem Drei-Wege-Spiegel drei. Darüber hinaus wird jede Kopie der Daten auf einer separaten physischen Festplatte gespeichert. Der Speicherplatz vom Typ Parity schützt bei Ausfall einer der Festplatten und ist größer als ein zwei- oder dreiseitige Spiegel, jedoch viel langsamer. Abhängig von der Art der ausgewählten Stabilität legt der Assistent den derzeit maximal verfügbaren Speicherplatz fest. Ich habe es 147 GB. Sie können jedoch einen größeren Datenpool festlegen. Dies ist der Fall, wenn das verfügbare Volumen der zugeordneten physischen Festplatten voll ist. Um eine andere Festplatte verbinden zu können, ohne Änderungen an der Speicherplatzkonfiguration vorzunehmen zu müssen. Klicken Sie anschließend auf Speicherplatz erstellen. Dieser Computer angezeigt. Eine solche Festplatte hat einen Namen und einen Buchstaben, die wir ihr bei der Erstellung zugewiesen haben, und unterscheidet sich optisch nicht von anderen Festplatten. Mit dieser Festplatte können Sie alles genauso machen wie mit der anderen normalen Festplatte. Verschlüsseln Sie es sogar mit BitLocker. Sehen Sie, wie Sie BitLocker in einem separaten Video von unserem Kanal verschlüsseln.
Nachdem Sie den Speicherplatz erstellt haben, können Sie ihn erneut in der Systemsteuerung verwalten oder konfigurieren. Sie können einen anderen Speicherplatz erstellen. Ihre Anzahl ist nur durch die Anzahl der an den Computer angeschlossenen physischen Festplatten begrenzt. Sie können Datenträger hinzufügen oder den Speicherpool umbrennen. Oder den Speicherpool umbenennen. Sie können den Namen oder den Buchstaben des Speicherplatzes ändern, indem Sie im Unterabschnitt Speicherplätze auf das Menü Ändern klicken. Um einem vorhandenen Speicherplatz Datenträger hinzufügen, wählen Sie Datenträger hinzufügen und geben Sie die Datenträger an, die Sie hinzufügen möchten. Durch Auswahl des Menüs Datenträgernutzung optimieren. Verteilt Windows vorhandene Daten gleichmäßig auf alle Laufwerke. Wenn der vorhandene Speicherplatz aus drei oder mehr physischen Datenträgern besteht, kann einer davon gelöscht werden. Erweitern Sie dazu das Menü für physische Datenträger und wählen Sie den Link zum Entfernen vorbereiten gegenüber dem Datenträger aus, den Sie entfernen möchten. In unserem Fall gibt es keine solche Verknüpfung, da der Speicherplatz aus zwei Datenträgern besteht. Danach überträgt das System Daten von der gelöschten Festplatte auf zwei oder mehr andere physische Festplatten mit Speicherplatz. Infolgedessen ändert sich der Link zu Deinstallation vorbereiten in Deinstallieren. Eine aus dem Speicherplatz gelöschte physische Festplatte wird im Festplattenmanager verfügbar. Für die Möglichkeiten weiter arbeiten kann es erforderlich sein, einen neuen Abschnitt drauf zu erstellen und ihn zu formatieren. Bei der Verwaltung von Speicherplätzen hat der Benutzer auch die Möglichkeit, den Speicherplatz selbst zu löschen. Denken Sie daran, dass alle Daten auf dem gelöschten Speicherplatz gelöscht werden. Wenn Sie den Speicherplatz löschen, wird das Menü Pool löschen verfügbar, indem Sie auswählen können, welcher Speicherpool vollständig gelöscht werden soll. Was muss man tun bei Datenverlust durch Speicherplatz? Ist es möglich, sie wiederherzustellen? Im Falle eines Ausfalls einer oder mehreren Festplatten des Festplattenspeichers wird das Wiederherstellen von Daten sehr kompliziert und kann nicht nur auf das Scannen jeder Festplatte durch ein Dateiwiederherstellungsprogramm reduziert werden. In diesem Fall werden die Daten nicht wiederhergestellt oder beschädigt wiederhergestellt. Die einzige Ausnahme ist der gespiegelte Speicherplatz, der als RAID 1 erstellt wird, da eine Kopie der Daten in dieser Art von Speicherplatz auf jeder Festplatte erstellt wird. Speichern Sie die Dateien auf unserem Speicherplatz. Angenommen, unser Speicherplatz oder seine Festplatte ist ausgefallen. Wir können es sogar einfach löschen. Um darauf gespeicherte Dateien wiederherzustellen, machen wir folgenden Schritt. Wir starten Hetman Partition Recovery. Obwohl der Speicherplatz nicht mehr im Ordner dieser Computer angezeigt wird, sieht das Programm alle physischen Datenträger, die mit dem Computer verbunden sind. Ich weiß, dass eines der gespiegelten Laufwerke dies war. Scannen Sie es. Nach der Analyse können Sie verlorene Dateien oder Ordner auf dieselbe Weise wie von jedem anderen Laufwerk finden und wiederherstellen. Wir finden in dem Ordner, in dem unsere Dateien gespeichert wurden. Und sie wiederherstellen. Wenn Sie eure Dateien in diesem Ordner plötzlich nicht mehr gefunden haben oder sie nicht im Vorschaufenster oder nach der Wiederherstellung angezeigt werden, überprüfen Sie den Ordner Deep Analysis. Höchstwahrscheinlich sind sie da. Dateien wurden wiederhergestellt. Link zur Programmseite von Hetman Partition Recovery wird in der Beschreibung sein. Wie zu Beginn des Videos erwähnt, ist die Funktion Disk Spaces seit Version 8 in Windows verfügbar. Zuvor bot das System jedoch auch die Möglichkeit, Speicherplätze zu erstellen. Sie können in Windows 7 oder älterer über das Menü Datenträger verwalten ein gespiegeltes, gestreiftes oder übergreifendes Volume erstellen.
Um mit Hilfe der Datenträgerverwaltung Speicherplatz zu erstellen, benötigen Sie zwei oder mehr an den Computer angeschlossene Datenträger, die nicht verteilt werden. Wenn auf der Festplatte, von der Sie ein gespiegeltes Volumen erstellen möchten, eine Partition erstellt wird, löschen Sie diese. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste drauf und wählen Sie Volumen löschen. Beachten Sie, dass dadurch alle Daten von der Festplatte gelöscht werden. Klicken Sie anschließend erneut mit der rechten Maustaste auf die Festplatte, von der der Speicherplatz erstellt werden soll, und wählen Sie je nach Aufgabe den Typ des zu erstellenden Volumes aus. Sie ähneln in gewisser Weise den Stabilitätsarten von Speicherplätzen, die im ersten Teil des Videos beschrieben werden. Ein einfaches Volume ist also Teil einer physischen Festplatte, die als separater physischer Block fungiert. Dies ist nichts weiter als eine reguläre logische Partition auf einer physischen Festplatte. Es ist kein Speicherplatz in dem Sinne, über den wir in diesem Artikel sprechen. Ein zusammengesetztes Volume kombiniert den freien Speicherplatz von zwei oder mehr physischen Festplatten zu einer logischen Festplatte. Die Leistung eines zusammengesetzten Volumes ist höher als die eines einfachen Volumes und die Fehlertoleranz ist dieselbe. Ein Strip-Set-Volume ist eine Array-Konfiguration ohne Redundanz und nichts anderes als RAID 0. Ein solches Array ist nicht zur zuverlässigen Datenspeicherung gedacht, sondern zur Verbesserung der Leistung. Ein gespiegeltes Volume entspricht einem gespiegelten Speicherplatz oder RAID 1. Es wurde entwickelt, um Daten im Falle eines möglichen Ausfalls einer physischen Festplatte durch Speichern mehrerer Kopien von Dateien zu schützen. Bei einer Auswahl einer der physischen Festplatten im Speicherplatz bleiben die darauf gespeicherten Daten von der anderen Festplatte aus zugänglich, auf der die Kopie erstellt wurde. Ein RAID 5 Volume ist wie ein gerader Raum eine Kreuzung zwischen einem einfachen und einem Spiegeltyp. Daten werden verschachtelt auf mehrere physische Datenträger geschrieben, wobei eine oder zwei Kopien der Partitionsinformationen erstellt werden. Ich wähle Erstellung eines gespiegelten Volumes und klicke im angezeigten Assistent zum Erstellen von Bildern auf Weiter. Wählen Sie die Festplatte aus, die Sie dem gespiegelten Volume hinzufügen möchten, zusätzlich zu der, auf die Sie ursprünglich mit der rechten Maustaste geklickt haben, und klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen Weiter. Weisen Sie einen Laufwerkbuchstaben zu. Geben Sie ihm einen Namen und formatieren Sie ihn. Bevor die Formatierung beginnt, warnt das System, dass die ausgewählten Basisdatenträger zum Erstellen eines gespiegelten Volumes in dynamische Datenträger konvertiert werden. Danach beginnt das Formatieren und Konvertieren von Datenträger in ein gespiegeltes Volume. Im Fenster Datenträgerverwaltung werden die gespiegelten Datenträger braun und im Ordner dieser Computer als einer der lokalen Datenträger angezeigt. Das war alles für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal. Gerne beantworten wir eure Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Glück!